In den letzten Tagen sind ein paar Fragen an uns herangetragen worden. Und zwar, ich möchte oder ich muss für die Schule Videokonferenzen machen oder halt auch mit meinen Freunden. Ich habe nur gar keine Video- bzw. gar keine Webcam. Wie mache ich das? Da die meisten von euch ein Smartphone haben, haben wir euch mal eine App rausgesucht, die eine Webcam praktisch für euch simuliert. Dazu geht ihr im Play Store oder bei Apple natürlich im App Store auf die App Droid Cam oder Droid Cam. Die kann man kaufen, da ist keine Werbung drin, aber testet es bitte erstmal mit der kostenlosen Variante. Die ist auch voll funktionsfähig und wenn ihr in der App ein bisschen Werbung ertragen könnt, dann reicht die auch vollkommen aus. Das heißt, die App ladet ihr auf euer Smartphone und startet sie. Wichtig dabei ist, das sagt euch auch die App, dass euer Gerät, euer Laptop, euer PC im gleichen Netz sein muss wie euer Smartphone. Das heißt, es muss die sogenannte gleiche IP-Adresse haben, also nicht in zwei verschiedenen Netzwerken rumdüsen. Und dann, wenn die App gestartet ist, sagt sie euch nämlich, wie die App-Adresse ist. Dann müsst ihr auf die Internetseite gehen von Droid Cam, das ist dev47apps. Hier könnt ihr auch nochmal die verschiedenen Apps runterladen. Und ein bisschen weiter unten gibt es die verschiedenen Klienten dazu. Einmal für Linux und einmal für Windows. Wie das Ganze mit Mac funktioniert, das wird euch hier auf der Seite erklärt. Das hier ist ein Windows-Rechner. Dementsprechend ist die Windows-App sozusagen die, die wir brauchen. Die ist auch schon runtergeladen und installiert. Das sind wenige Megabyte, also das geht relativ schnell. Und die landet dann hier auf eurem Desktop. Die startet ihr dann. Und dann fragt euch das Gerät nach der IP-Adresse. Das ist die gleiche IP-Adresse, wie die App euch auch anzeigt. Wie gesagt, achtet darauf, dass auch euer Gerät im gleichen Netzwerk ist. Ihr könnt das hier unten überprüfen. Hier bei uns heißt es Fritzbox Schiene. Das heißt, wir sind mit dem gleichen Router verbunden. Es ist die gleiche Adresse. Wir drücken mal auf Start und dann seht ihr, was ich sehe, nämlich mein Smartphone ist zur Webcam geworden. Man kann das Ganze auch mit Kabel anschließen, es ist ein bisschen flüssiger. Für das in meisten Fällen reicht es aber auch wirklich per WLAN. Das heißt, eine schnelle, eine kostengünstige Möglichkeit, euch eine Webcam zu besorgen. Schnappt euch einfach euer Smartphone, verbindet es per WLAN. Und dann könnt ihr Video telefonieren. So viel dazu. Ciao, ciao.